Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer heutigen Ausgabe von Gut gelebt Spezial. Wir beschäftigen uns heute mit Abo-Fallen oder auch mit Abzocke bei iPhones. Und dazu begrüße ich von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz Martina Totz. Herzlich willkommen, Frau Totz. Frau Totz, Sie sind Juristin und bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zuständig für die neuen Medien, für die modernen Kommunikationsmittel. Das ist korrekt. Ich bin zuständig im Referat Telekommunikation und Medien. Und das ist, kann man doch sagen, das ist eigentlich eine Wachstumsbranche, denn die modernen Mittel nehmen zu und damit auch sicher die Missbrauchsfälle. Da haben Sie recht. Mit jedem neuen technischen Geräten kommen auch neue Varianten. Jetzt beschäftigen wir uns mal konkret mit einem der schönsten neuen Spielzeuge. Das sind die iPhones und da gibt es sogenannte Apps. Und da gibt es jetzt nun ganz erfindungsreiche Menschen oder Firmen oder Unternehmen oder was auch immer, die sich das zunutze machen, um dort Geld abzuzocken. Wie muss ich mir das vorstellen und was sind die größten Gefahren? Nun, es ist hauptsächlich relevant, wenn Sie sich eine kostenlose App auf Ihr Handy herunterladen. In diese Apps wird meistens Werbung eingeblendet. Dadurch finanzieren sich diese kostenlosen Apps. Wenn Sie auf einen solchen Werbebanner, der urplötzlich während der Anwendung erscheinen kann, Sie den anklicken, kann es passieren, dass Sie auf eine Seite des Drittanbieters weitergeleitet werden, der Ihnen zum Beispiel Klingeltöne oder Videos anbietet. Nur sobald Sie bereits auf diesen Werbebanner gekommen sind, ist es schon passiert, dann haben Sie in der Regel schon ein Abonnement abgeschlossen. Das heißt, auch wenn ich unterstelle jetzt mal, ich komme aus Versehen, klicke ich da drauf, da kommt ein Vertrag zustande. Denn was anderes kann es ja dann nicht sein, sonst müsste ich ja keine Leistung erbringen. Die Anbieter sehen es so. Wir von der Verbraucherzentrale sehen es natürlich anders. Es ist unserer Ansicht nach kein wirksamer Vertrag zustande gekommen, da es ja nicht an den entsprechenden Willenserklärungen, dass die nicht vorliegen. Für einen wirksamen Vertrag braucht man zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Deswegen gehen wir davon aus, dass kein wirksamer Vertragsabschluss möglich war. Während dieser Angebote, die mit auftauchen, wenn sie auf den Werbebanner kommen, wird auch zeitgleich im Hintergrund noch eine MS-ESDN-Nummer, das ist die weltweit einzige Rufnummer Ihres Gerätes, gleich mit an diese Drittanbieter übermittelt, sodass sie identifizierbar sind. Ist das denn der letzte Vorgang, wie ist das denn datenschutzrechtlich zu sehen, wenn da einfach meine Nummer jetzt an irgendjemand weitergeleitet, obwohl ich das eigentlich doch gar nicht wollte? Datenschutzrechtlich ist natürlich sehr kritisch zu beurteilen, eben weil Sie es überhaupt nicht mitbekommen, dass Daten gesendet werden. Gibt es denn da wenigstens so ein Mindestentgegenkommen dieser Anbieter, indem die beispielsweise allgemeine Geschäftsbedingungen veröffentlichen oder dass ich da was nachlesen kann, was mir passiert, wenn ich da nun drankomme? Gibt es sowas? Nun, in der Regel behaupten die Drittanbieter natürlich, dass sie zureichend informiert worden sind mit allgemeinen Geschäftsbedingungen über den Preis und über die Leistung. Nur in der Regel sind Kostenhinweise versteckt. Manchmal bekommen Sie tatsächlich eine Informations-SMS, dass Sie gerade ein Abonnement abgeschlossen haben und zu welchem Preis. Nur in der Regel meistens erfahren Sie es nicht. Was kann denn nun der Verbraucher machen? Denn das Tückische scheint doch daran zu sein, dass dann eine Rechnungsstellung erfolgt durch einen Vertragspartner, mit dem ich ja einen Vertrag abgeschlossen habe. Also beispielsweise dann mit meinem Telefonbetreiber. Der kommt ja irgendwie an die Daten und der übernimmt ja das Inkasso sozusagen für den Dritten. Nun, Sie müssen sich das so vorstellen, das Abonnement wird über Ihre Telefonrechnung mit abgerechnet. Die Drittanbieter haben meistens einen Vertrag mit einem sogenannten Mobil-Payment-Unternehmen. Das sind dann sogenannte technische Dienstleister. Diese finden Sie dann auch auf Ihrer Mobilfunkrechnung wieder. Sehr selten sehen Sie direkt den Drittanbieter drauf. Das ist auch die Problematik, wenn man gegen das Abonnement vorgehen möchte.
an wen muss man sich wenden? Wie kann ich das denn verhindern? Also wie kann ich Prophylaxe betreiben, dass beispielsweise bei einer schönen Spiele-App ein Kind draufdrückt und dann so ein Vertrag zustande kommt, der mich nachher Geld kostet? Was kann ich da machen? Eigentlich gar nicht so wirklich. Sie können nur Ihre Kinder wirklich aufklären und informieren, dass es passieren kann, wenn ein Werbebanner eingeblendet wird und das Kind ihn berührt, das Kind weitergeleitet werden könnte auf eine andere Seite. Es gibt auch die Möglichkeit, von vornherein bei den jeweiligen Providern die Abrechnung für Drittanbieter zu sperren. Das bedeutet, dass sie dann nicht mehr mit über ihre Telefonrechnung abgerechnet werden, sondern sie gegebenenfalls gesondert Rechnungen erhalten. Es kommt aber auf ihren Anbieter an, ob sie generell alle Mehrwertdienste sperren können oder nur gesonderte Rufnummern. Also auch da gibt es noch keinen einheitlichen Standard von allen Providern. Nein. Abschließende Frage, wenn nun der Fall eingetreten ist, ich habe die Rechnung, sage also, das ist völlig unmöglich. Hilft die Verbraucherzentrale weiter in solchen Fällen? Natürlich, wir helfen sehr gerne weiter. In solchen Fällen ist es sehr wichtig, erstmal einen wirksamen Vertragsabschluss zu bestreiten, Nachweise zu verlangen. Dann hilfsweise aber auch gleichzeitig diesen angeblichen Vertrag widerrufen, wegen arglistiger Täuschung anfechten und auch kündigen. Herzlichen Dank, Frau Totz. Man sieht, die neue, moderne Kommunikationswelt hat viele Ecken und viele Fallen, in die man reintappen kann. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Und liebe Zuschauer, das war die heutige Ausgabe von Gut gelebt Spezial. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.